Recht herzlich willkommen zur 57. Folge von Factorio. Ja, wir brauchen Kupfer. Wie viel ist denn hier noch drin? Oh, das ist ja noch reichlich, wa? Das würde ja ewig dauern, bis das weg ist. Gut, dann sind wir schon im Zug drin. Nö. Also falsche Tasten, da ist es zum Laufen, alles klar. Wir brauchen Kupfer. Ja, und es läuft nicht schnell genug raus. Was machen wir denn da? Hier unten ist ja auch noch Kupfer, ne? Das ist ja auch der Bringer, ne? Packen wir das mal runter, das Kupfer hier vorne. Gut. Und die dritte Kiste funktioniert auch nicht. Die ist wahrscheinlich voll, ne? Sieht so aus. Das bedeutet, wir nehmen mal, dann gehen wir mal rüber, bauen hier einen ab. Den bauen wir ab und den bauen wir dahin. Ah, der hat jetzt Kohle da drin, ne? Machen wir mal gerade weg, weil die Kohle, die muss da nicht hin, ne? Jetzt den da nochmal hin. So funktioniert's. So, okay, wird weniger da. Packen wir gerade die Sachen hier noch ins Auto. Die kommen da rein. Können wir mal auffüllen, ne? Mach das mal so rum. Wenn wir ins Auto einsteigen würden, hätten wir natürlich mehr. Die machen wir noch da, sind zwar nur drei, aber macht die da mal rein. Haben wir jetzt Kupfer? 3, 6, 9, 10, das sind 3000. Die passen. 50 Solarmodule passen. Eisenplatten. 1000. Eisenplatten sind, glaube ich, nicht alle da. Stahlträger schon mal gar nicht, ne? Ja, Produktion läuft. Das ist gleich weg. Sollte gehen. Werden da unten eigentlich Stahlträger produziert? Ja. Dann müsste das ja bedeuten, dass hier unten Munition drin ist, oder? 22. Da nix. Ja, da fehlt jetzt definitiv dann ein Kupfer wahrscheinlich. Obwohl ich die Munition vielleicht besser mitnehme. Da oben brauchen wir welche. Der ist leer. Und rein und los. Holen wir Kupfer. Okay. Gut, da sind wir auf Strecke. Oh, da oben ist ein Angriff. Das ist schlecht. Oder ist da kein Strom? Oh, der Turm arbeitet noch. Gut, 99. Da komme ich nie dran, ne? 95 und der oberste. Na, muss ich auch steigen für, ne? 94, okay. Machen wir zurück. Nachladen ist wichtig. Dass es auf jeden Fall voll ist. So, wie bleiben wir? Noch nicht ganz viel. Ja, da oben läuft's, ne, wie man sieht. Aber ich könnte jetzt eigentlich gerade nochmal aussteigen.
Und hier hingehen und das aufsammeln, ne? Das sammeln wir mal auf. Das sind ja auch ein paar Klamotten, ne? So. Einen kleinen Moment dauert's. So, die ist gut. Wenn ich auf der Karte gucke, da sind irgendwie nur so drei Stellen. Eigentlich ist das nicht viel, ne? Kann man das da hinbauen? Ne, das ist eine Kurve, ne? Ne, Kurve habe ich auch nicht, oder? Kann ich was bauen? Ne, da fehlt Stein und Stahlträger, okay. Kann ich nicht bauen. Dauert noch eine Weile hier. Ja. Können noch ein bisschen. Kann man das bauen? Das ist die Frage. Verteidigungsanlage würde gehen. Kommen die Bomben alle. Dann steige ich nochmal aus. Und können wir diese hier so hinsetzen? Ich glaube ja, ne? Geht, ne? Ja. Jetzt haben wir vorne ein Bollwerk. Gut. Ein bisschen mehr Schutz. Hier dauert's noch. Boah, haben wir da noch? Fließband hätten wir auch noch. Nee, stopp, das war verkehrt. Ich bin im Zug, ich kann nicht wegfahren. Ja, komm, warten wir das. Obwohl, ich würde gerade gerne nochmal gucken, wie es da oben aussieht. Das sind zwei, aber es ist eigentlich genug, ne? Ja, jetzt haben wir natürlich alles wahrscheinlich verbraucht. Oh. Dampfkessel ist es, nee. Könnte eine Kiste hier bauen, aber keinen Roboter. Das wäre jetzt noch interessant. Aber da haben wir noch einen. Aber befeuert ist dann auch nicht ideal, ne? Nee. Ja, ich glaube, wir fahren da mal runter, ne? Das bringt so nix. Das dauert ja jetzt auch noch länger, weil nichts da so schnell nachkommt, ne? Okay, dann wird's erstmal reichen, würde ich sagen. Lass die Kiste mal wieder voll werden und dann schauen wir nächstes Mal nochmal vorbei. Oh, es hat wieder geklappt. Zuck. Wird ausgeladen. Einmal Kohle ist jetzt dazwischen, ne? Also, falsch rum im Laufen. So, das wird produziert. Hier unten mal rein, aber es dürfte nichts fertig sein, weil uns ja die Kupferplatten fehlten. Ja, okay, 8 hat es noch gebracht. Aber das Kupfer ist jetzt das Problem. Ja. Hier sitzt falsch, ne? Kann man das auch umdrehen? Also nee, ich müsste den mal wegbauen. Müsste den wegbauen. Und ja, wie machen wir das? So ist schon gut. So, nee. So ist auch okay. Und das brauchen wir dann nicht mehr.
Und so läuft's jetzt, ne? Jetzt läuft's auch unten rein. Verteilt sich jetzt hier auf beide. Und dann können wir den noch da einsetzen. Der wird ja dann auch so laufen. Genau so ist es. Passt. So, dann bedeutet das, dass auch unten wieder produziert wird, oder? Noch mehr Kupfer reinkommt. In den Kreislauf. Allerdings der macht es gleich darüber. Das bedeutet, der wird ja gleich einen Stau haben, ne? Ich bin zu weit weg. Weil der packt den hier aus und nicht weiter. Weil kann er nicht. Kennt er da nicht, ne? Nehmen wir dann so mit. Hier, die kriegen nix. Gut. Also das ist jetzt hier dann auch nicht das Ideale, ne? Das bedeutet, ich mach den mal gerade da weg und mach den dorthin. So, dann entlädt er auch wieder. Gut, dann sollte der hier zum Beispiel gleich funktionieren, oder? Ja, braucht ein paar mehr, aber dann läuft der. Also er fetcht hier gerade ab, ne? Okay, der läuft jetzt auch. Gut. Geht wohl. Läuft erstmal. Da sind 17 drinne. Ist schon mal was. Gut. Hoch zur Lok. Ist die denn leer? Nö, die wird noch auch geleert. Aber da geht's jetzt schneller voran. Jetzt bedeutet sie wieder 50-50 am besten machen, Eisen auch holen, ne? So, habe ich von Hand rausgenommen, geht glaube ich schneller. Hängt er da irgendwo fest? Kann ich das da reinpacken? Ja. Geht. Passt. So, haben wir abgeliefert. Zug ist leer. Leute, wir können wieder hochfahren, oder? Zack. Und jetzt machen wir halbe halbe. Halb Eisen, halb Kupfer. Dass wir wieder vorankommen. Ein paar Steine hätten wir mitnehmen können, dann hätten wir da oben noch rausbauen können. Ja. Der Abzweig. Die Kiste ist noch nicht voll. Aber da ist einiges wenigstens drin, naja. Das ist schon mal etwas. Ja, der ist ziemlich zügig dabei. Das geht schon mal. Den Rest nehmen wir dann Eisen mit. Ja. Wir müssen unbedingt dann zwei rote bauen. Zwei blaue. Schnelle Greifarme. Die wir daneben bauen können, dass dann da auch was passiert. Ne, eine andere Kiste können wir nicht bauen, das haben wir da. Speicherkapazität 16 und hier 32. 48, das war eine intelligente Kiste, ne, ja. Okay, da ist jetzt nichts mehr schnell am Laufen. Das heißt, wir fahren weg. Und auf dem Rückweg können wir noch ein bisschen holen, oder? Gut, geradeaus. Auf geht's.
Und stopp. So, gerade reingeguckt. Na. Ich sag mal, bis hierhin machen wir voll. Und dann holen wir da oben nochmal ein paar ab. Ja, läuft hier schneller, ne? Definitiv. Gut. So, läuft. Nektar. Kurz dahin. Stopp, das war die falsche Richtung. So, abgebogen. Fahren wir gerade hoch. Da ist die Kiste. Pack da jetzt voll. Das war doof. Ja, passt. Wenn ich sehe, wie schnell hier vollgeladen wird, dann weiß ich, dass das da ist. Noch ist was in der Kiste drinne. Jetzt ist es langsamer, also nicht mehr. Es dauert 50 auch zu lange. Aber wir haben da noch, dann machen wir die 50 hier noch rüber. Ja. Komm so und ist gut. Dann haben wir den Anhänger voll auf jeden Fall und können zurückfahren. So. Da ist der Abzweig. Da geht's wieder. Was? Das war die falsche Taste. Aussteigen wir mal so. Gut. Produktion läuft. Gucken wir unten in die Kiste, was es für uns gibt. Oh, über 100 schon. Wow. Das ist schön. Läuft. Da ist noch einer gekommen. Gut, dann ab zum Auto gerade. Dann steigen wir da ein und gucken gerade, wie das Gesamt ist, wie weit wir sind. So. Ja. Da sind jetzt knapp 2600 und 1223. Das ist ungefähr die Hälfte jetzt. Okay. Das haben wir dann soweit schon geschafft. Und die Produktion läuft weiter. Munition läuft. Und der ist hier ganz gut am Schwingen, ja, ne? 21 Stück. Wunderbar. Wird. Okay, aber dann würde ich sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.